Mit dem Bus hielt es in ungefähr 2 Stunden in die Reichsstadt, in die ehemalige Reichsstadt Wetzlar im Lahn-Dill-Kreis. Eine sehr übersichtliche Karte, da kann ich ja losjagen. ...2015 habe ich meine Videos noch beschriftet. Die Stadt hat etwa 53.000 Einwohner und liegt 156 Meter hoch. Die Deutsche Fachwerkstraße führt auch durch die Stadt. Es gab also auch eine mitgebrachte Reiseleitung, aber die hat erst die Businsassen in ein Lokal geführt. Und das ist nicht so meine Welt. 2 Stunden da sitzen, ja, da gucke ich mal lieber das Städtchen an. Bei einer so schönen Altstadt. Ich glaube, viele Fachwerkhäuser standen unter Denkmalschutz. Die meisten historischen Bauwerke sind im 18. Jahrhundert entstanden. Der Dom, das Wahrzeichen der Stadt. Später komme ich nochmal hier auf den Platz zurück, aber dann bei besserem Wetter. Das müsste das ehemalige Reichskammergericht sein. Irgendwann wird der Dom auch mal fertig. Von Siegen sind nach Wetzlar 30 Kilometer und bis Frankfurt 60. Das Wetter kann man sich leider bei so einer Tagestour nicht aussuchen. In Wetzlar fließt die Lahn und die Dill zusammen. Ist auch eine schöne Stadt, Dillenburg. Nun bin ich an der alten Lahnbrücke aus dem 13. Jahrhundert.
ist 104 Meter lang und hat 7 markante Bögen. Also voll ist das hier nicht. Es gibt verschiedene schöne Plätzchen, der Fischmarkt, der Eisenmarkt. Das Wetter wird zunehmend besser. Auch noch Teile der Stadtbefestigung, 13. bis 14. Jahrhundert. Es gab, glaube ich, 5 Tore. Bin die Stoll angelegt, so ein kleines Biotop hier entlang der Stadtmauer oder ehemaligen. Da ist noch ein erhaltener Turm, der Schneiderturm oder Säulenturm. Ist das kein tolles Bild? Und einige duften sogar. Irgendwie komme ich immer zurück zum Dom. Und bei dem Sonnenschein sieht das ganz anders aus.
Wenn das Wasser aus dem Brunnen kommt, habe ich da nichts dagegen, als wenn das von ganz oben käme. Ach, da ist ja wieder was für Museumsfreunde. Das könnte japanischer Hartriegel sein. Geht schnell, schnell zum Bus, das ist der fort. Und zu Fuß ist er ein bisschen weit. Dann auf Wiedersehen.